kommen könnte. Aus dem Anhänger okay. Drunter. Reicht das? Ja, locker. Lass sie nur nicht fallen. Wir werden sehen. Okay, ich habe die andere Kiste. Ich mache sie mit den anderen fest. So. Ich habe mich auf jeden Fall zweimal im Waisenhaus schon erwischen lassen. Das war natürlich so eine uncoole Aktion. Sicher eine Minute gekostet oder so. Aber ich denke nicht, dass die eine Minute uns gegen Ende das Genick brechen wird. Fertig, die Ladung ist komplett unterfasst. Ich habe noch Sauerstoff für 5 Minuten. Oh Mann. Hey, dann bleib doch noch ein bisschen unten. Vielleicht findest du noch ein paar andere Schätze. Nein, danke. Willst du mit? Gerne doch. Sag mir, wenn du am Seil hängst. Okay, ich bin bereit. Hol mich heraus. Wird gemacht. Und aufwärts. Das kann man nicht überspringen. Oh komm, das könnte man noch überspringen, bis man wieder selbst die Kontrolle hat. Was für eine Schönheit. Wie geht's dir? Oh, 3 Tode? Was für eine Schwierigkeit machst du denn, Kaspar? Okay, wir kommen zu dir. Warte. Ich warte. Was geht so, Jungs? Da haben wir zur Vorschau, okay. Ich hätte mir gedacht, Vorschau ist dann doch ein bisschen zu leicht, deswegen haben wir es auf leicht nur gestellt. Was? Das ist auch keine Sequenz? Ach komm. Schön, dich wiederzusehen, Drake. Nicht ja. Mal das zählen wir zu Sequenzen, ey, komm schon. Wirf die Ausrüstung her. Bitte schön. Danke. Oh, der Tank ist echt leicht. Oh nein, Kaspar, nein. Das ist die Arbeit, oder? Fertig. Das könnte doch auch kommen. Reden wir später drüber. Hey, wie lange dauert das denn? Mein Held. Na komm, mal sehen, was du hast. Hey, lass doch nächstes Mal jemand anderen. Du brauchst eine Pause. Nein, nein, danke. Tauchen ist mir immer noch lieber, als im Büro zu sitzen. Ja, na gut. Wird aber etwas dauern, bis wir wieder tauchen. Was ist mit dem Job am Donnerstag? Ach, Mann, nein. Wurde unterboten. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, die Konkurrenz schläft nicht. Komm mal die Kiste. Na, dann sehen wir mal nach. Wärst du dann so frei? Ja, klar. Danke. Okay, das können wir überspringen. Hier hast du echt gute Arbeit geleistet. Hm. So ein Scheiß. Nein, nein, niemals. Du kommst zu den anderen. Ich will ja trotzdem noch so irgendwie mein Spielgefühl haben, Kaspar. Was muss ich machen, damit die mich hochlässt? Muss ich erst mit der... Ja. Ich habe keine Zielhilfe an oder so, nein. Soll ja schon ein bisschen so der Kick auch dabei sein. Ich meine, wenn man schon auf leicht spielt. Ich meine, es geht um eine Zeitlimit, von daher sehe ich das wegen des Schwierigkeitsgrad mal nicht so eng, aber... Nee, nee.
Crash Bandicoot werden wir uns gleich killen. So gerne ich auch meine Revanche hätte. Du warst lange da oben. Ich habe recherchiert. Ah, so nennt man das also heutzutage. Wirklich? Hey, kannst du vielleicht das Essen holen? Ich bin hier auch gleich fertig. Oh, ja, na klar. Danke. Was ist das überhaupt zu essen? Was soll das sein? Und. Ah. Ach, verdammt. Okay. Lauf auf die Kamera zu. Zur Kamera laufen, geht klar. Und die Kreistaste ist dein Drehangriff. Okay, lauf vor dem Felsblock. Au, das muss wehtun. Vielleicht tut es das. Also, warum spielst du das noch? Weil ich echt gut darin bin. Ich weiß nicht, was alle an Videospielen finden. Das ist zu brutal. Ja, du musst den Felsblock ausprobieren. Rekord schaffen? Ja, ja. Bei was ein Rekord schaffen? Ah ja, gut, ja. Aber das kann man nochmal später nachholen. Nicht in einem Run, der auf Zeit geht. In einem Run, der auf Zeit geht, verbringe ich keine Minuten hiermit. Was? Ein Run, der auf Zeit geht, mache ich bestimmt keine Trophäe jetzt hier so. War es nicht Ringe, der es in knapp 5 Stunden durch hat, oder wer war es jetzt? Irgendwer von uns hatte das doch schon irgendwie auf. Also in unter 6 Stunden durch. Ich glaube, er hat 5 Stunden gebraucht. Ja, das glaube ich. 6 Stunden zu knacken ist aber auch nicht einfach. Weil so, ja, soll schon gehen. Aber ich werde auch nicht jetzt irgendwie auf dem Markt dann die 30 Sekunden rumstehen, für die es ja auch noch eine Trophäe geben soll. Es ist jetzt wirklich einfach nur straight durch das Game durch. Der gute Multidurstlöscher. Ich muss sagen, ich fand es bisher jetzt schon ziemlich zeitaufwendig, so für das Anfangsgeplänkel. Also alles Kram, den kannst du auch nicht wirklich vorspulen oder so. Es hätte eine Optimierung gegeben in... Ja, am Anfang noch im Waisenhaus. Aber ansonsten vielleicht höchstens 2-3 Kleinigkeiten, die man hätte optimieren können, meiner Meinung nach. Ich glaube, in Crash Bandicoot sind wir so schnell gestorben, wie es nur ging. Ah, ich muss auf jeden Fall dann ab nächster Woche mal gucken, mal wieder ein bisschen mehr Beckentraining machen. Ja, kleinen Moment, Kasper. Wenn mich das Spiel gleich wieder mal lässt. Moment, jetzt hier noch den Ladestream. Ja, 5 Sekunden überspringen. Ich meine, ich könnte ja auch Zielhilfe anschalten, aber nee, ich möchte schon selbst zielen in dem Spiel. Wie lange hast du das schon geplant? Wie gesagt, wir machen es ja auf leicht und nicht auf Forscher. Ich meine, ich würde ja schon gerne wenigstens etwas noch dabei leisten. Ich denke mal, dass leicht ausreichend ist.
für einen unter 6 Stunden Run. Au. Diese Kerle sind Sadisten. Wir tun der Welt einen Gefallen. Hier, die wirst du brauchen. Du weißt noch, wie man abflogen wird. Ja, das kommt schon wieder. Abran todas las puertas. Jetzt spielen wir erstmal die große Lüge. Verdammten Aufstand aus. Ja, genau. Funktioniert? Das sehe ich. Und was jetzt? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen donde cubrirse. Samuel, geh en Deckung. Was? Warum? Tu's einfach. Ay, Scheiße. So. Ja. Ja, mir geht's gut. Komm, das muss schneller gehen. Ja, stimmt, die kommt ja noch was. Komm, lauf. Ah, da war ja was, genau. So viel war es hier, glaube ich, gar nicht mehr in Schießereien. Hier ging es sogar genau. Stimmt, die waren nicht noch mal vor mir. Ganz seltsam. Okay.